In dieser Legislaturperiode des Europäischen Parlaments war eine der wichtigsten Aufgaben, eine umfassende Finanzmarktregulierung zu beschließen. Ich habe als Berichterstatter des Europäischen Parlaments in den vergangenen Jahren intensiv an dieser Arbeit mitgewirkt. Mir ging es darum, dass wir keine unregulierten Märkte mehr haben auf europäischer Ebene. Mir ging es darum, dass es keine unregulierten Produkte ging. Mir ging es darum, dass wir zum Beispiel im Hochfrequenzhandel Bremsen einbauen, dass nicht mehr im Millisekundenbereich riesige Orders platziert werden können. Mir ging es darum, dass wir im Bereich der Lebensmittel Spekulanten aus dem Markt drängen. Es kann ja nicht sein, dass Hedgefonds auf die Lebensmittelmärkte Einfluss nehmen und Menschen am Ende in der dritten und vierten Welt hungern müssen. Mir ging es darum, einen umfassenden Verbraucherschutz zu etablieren, dass Produkte an Privatanleger nur kommen, die wirklich für die geeignet sind. Mir ging es darum, diese Regeln auch gegenüber Drittstaaten abzusichern, damit gewährleistet ist, dass nicht über Drittstaaten diese Regelungen unterminiert werden können. Ich denke, wir haben hier als Europäisches Parlament einen großen Erfolg erzielt, wenn es darum geht, die Verpflichtungen, die die Europäische Union global eingegangen ist, auch zu erfüllen. Ich hoffe, dass jetzt ein Beitrag zur Stabilisierung der Finanzmärkte erreicht wurde, der auch dauerhaft die Steuerzahler schützt. Es kann nicht sein, dass am Ende die Steuerzahler für die Fehler auf den Finanzmärkten gerade stehen müssen.